Ich habe ein Glaukom, grüner Star, und es ist so, dass vor allem das rechte Auge betroffen ist. Das linke Auge ist fast intakt, knapp 100% etwa. Das rechte Auge hat etwa ein Drittel Sehverlust, etwas mehr. Wenn man sich das auf einem Kreis vorstellt, dann ist praktisch in vier gleich große Teile teilt, ist der linke untere Teil praktisch weg. Der rechte obere Teil ist deutlich vermindert und die beiden anderen Bereiche sind einigermaßen okay. Sobald ich allerdings das linke Auge zumache oder aber in einem bestimmten Winkel schaue, zum Beispiel hoch nach rechts oben schaue, dann fehlt einfach rechts ein Stück. Es ist so, dass ich zum einen schärfer sehen kann, besser sehen kann in der Weite. Das übe ich, oder probiere ich selber jeden Tag. Und habe also festgestellt, ich mache das an Nummernschildern und so fest, dass ich die auf die Entfernung besser sehen kann. Dann wurde das hier ausgetestet und dann war für mich das Überraschende, dass ich zumindest auf dem linken, dem guten Auge, wohl eine neue Brille brauche, also ein neues Glas brauche. Ich sehe also jetzt links ohne Brille besser als mit Brille, was also unglaublich ist. Dazu kommt, dass ich auf meinem schlechten Auge rechts oben, wo ich also ein Defizit hatte oder habe immer noch, eindeutig eine Verbesserung erzielt habe. Das bedeutet, dort sehe ich Bereiche, die ich vorher noch nicht mehr hatte. Ich kann halt zum Beispiel Schilder, die weiter weg sind, wieder lesen. Ohne Brille, ich gehe ohne Brille durch die Gegend und kann die lesen. Und ich sehe, wenn ich über die Straße gehe, dann probiere ich halt immer, dass ich also auch links mal zumache, mit dem rechten Auge schaue und sehe, dass also unten der links unten der Bereich natürlich nach wie vor fehlt, dass aber rechts oben im Prinzip ich alles sehen kann. Das heißt also, da ist rechts ein Bereich, wo ich sage, da sehe ich nach meinem Empfinden fast normal, aber links unten ist natürlich nach wie vor das Defizit. Aber es ist auf jeden Fall links oben deutlich besser geworden. Das heißt, ich kann also durch die Gegend laufen und ja, kann mich praktisch normal bewegen, aber auch mit rechts. Es sei denn, eben dieser kleine Bereich unten, da hakt es. Der ist nach wie vor schlecht, aber gut. Das war auch nicht anders zu erwarten. Ich hatte also im Vorgespräch gesagt, dass ich schon super glücklich wäre, wenn der Prozess erstmal aufgehalten würde. Hab natürlich, muss ich ehrlich zugeben, im Stillen schon gehofft, tut man ja immer, dass es vielleicht eine Verbesserung gibt. Dass es jetzt, ich glaube, 3% oder so Verbesserung ist, innerhalb von, ich bin ja noch nicht mal fertig, ich habe ja noch 2 Tage, ist natürlich klasse. Also das ist der Hammer und das hatte ich auch noch nicht erwartet. Vor allem, wo es auch dann noch gesagt wurde, dass ja eventuell danach sogar noch mehr drin ist. Also ich habe eigentlich gedacht, dass ja plus minus null eine ganz, ganz kleine vielleicht Verbesserung ausgenommen, aber 3% ist der Hammer. Es ist die 3%, die da, wo die liegen, sind gut. Die liegen ja genau oben links. Also wenn das das Zentrum ist, liegen sie ja praktisch direkt im Zentrum. Und das ist das, was ich permanent brauche. Der Rand ist klar schön, wenn der auch da ist, aber ich brauche das Zentrum und das Zentrum ist genau betroffen. Also das ist das, wo die Verbesserung angesetzt hat. Also wenn ich es mir hätte wünschen können, hätte ich auch gesagt, die Verbesserung bitte an der Stelle. Also das ist genau da, wo ich es eigentlich gewollt hätte. Ich habe schon überlegt, dass ich also in einem halben Jahr oder Vierteljahr wiederkomme, weil das ist vielleicht noch mehr sogar drin, was ich am Anfang nicht gedacht habe. Aber ich werde mit Sicherheit nochmal wiederkommen. Das ist gar keine Frage.